Hi, heute Ringelite Talk. Heute bin ich mal wieder am Start nach ganz langer Pause. Aber heute habe ich einen richtig geilen, fetten Interviewpartner an Land gezogen, den ich auch sehr, sehr lange beobachte schon, da ich eventuell den mal im Auge hatte damals für meinen Boxer. Ist nie zum Glück nie dazu gekommen, weil es hat sich herausgestellt, er hat sich richtig gut präsentiert über die ganzen Jahre. Ich stelle ihn mal kurz vor. Das ist Rico Müller. Der hat sein Debüt 2007 gemacht und hat dann hintereinander, hat dann, als ich mein 38 Kämpfe hatte, 32 Siege, 5 Niederlagen und ein Unentschieden, hat richtige Granaten geboxt, muss man ehrlich sagen. Weltweit war der schon unterwegs. Freut mich ganz ehrlich, den heute am Start zu haben, deutschen Jungen hier, den ich mit Stolz präsentieren kann. Hat Nestor Fabian geboxt, Nassan Altun, Manin Ramtan, Chaudhry, Mike Miranda, Ray Labau und mit kein geringerer als wie Jeff Horn hat er auch geboxt. Ganz, ganz viele tolle Leute. Anthony Fowler hat er auch geboxt. Hat bis dato 5 IBO-Titel erfolgreich verteidigt, was es auch ja nicht immer gibt. Und ja, dann hat er 2018, 2019 Oshona nochmal geboxt. Dann hat er Niklas Pons im IBO ganz knapp verloren. MD, Anthony Fowler hat er geboxt. Mirko Natalizio, also er hat wirklich alles geboxt. Was Rang und Name hatte weltweit, freut mich, dass ich ihn, wir haben ganz, ganz lange haben wir gebraucht, bis wir uns zusammengefunden haben. Heute möchte ich ihn präsentieren mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten. Heute möchte ich ihn präsentieren. Er hat vor kurzem hat er einen Kampf gemacht, hat den auch erfolgreich bestanden, hat einen Punktsieg, war ein bisschen eng, aber er hat den gewonnen. Ich habe mir den nochmal angeguckt und wie gesagt, freue mich, ihn vorstellen zu dürfen. Hau mal einen raus, Rico. Wie geht's weiter mit dir? Ja, hi. Ja, schönen guten Abend. Schön, Lothar, dass wir endlich mal zusammengekommen sind nach so langer Zeit. Ich habe mit dir nun tausendmal probiert. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, auch nach der Schwierigkeit jetzt. Ja, schön, hast du schön offiziell, dass ich da schon den einen oder anderen im Rekord habe. Und bis dato würde ich auch sagen, dass Jeff Horn der härteste Kampf war und auch der wichtigste Kampf. Und danach kam dann Jeremias Ponze hier in Berlin knapp verloren. Der ist danach durchgestartet, der Junge. Er hat in die Box gegen Matthias. Matthias boxt heute jetzt in ein paar Stunden gegen Liam Paro aus Australien. Ich bin 2020 nach Australien. Die haben mich eingeladen zu Liam Paro. Also, das wird ein harter Kampf heute Nacht. Also, ich bin wirklich gespannt. Ja, freut mich, ehrlich, wenn ich so, ich kenne dich ja, ich verfolge dich ja schon ganz lange. Ich hatte ja damals vorgehabt, damals mit dem Antonio mal vielleicht so ein Match zu starten. Wäre mit Sicherheit auch, Aber ja, das wäre mit Sicherheit auch ein geiler Kampf geworden über Biegen und Brechen. Bin oh. aber im Nachhinein froh, dass es halt, ich habe mir jetzt halt alles nochmal angeguckt, du weißt ja, ich bin ein Boxfanatiker und habe selbst geboxt. Bin da nicht irgendeiner, der da einfach mal so ein Interview macht und weil ich gut reden oder schreiben kann, das ist überhaupt nicht meins. Bei mir sind Fakten, Daten und vor allen Dingen die Nüsse zwischen den Beinen ab in den Ring und dann auch mal raus ins Ausland zu fahren und mal zeigen, mal die Bühne des Größeren zu sehen. Freut mich für dich, dass ich dich jetzt ganz ehrlich dran habe. Ja, Du da hast bin ich ja auch auch froh, jetzt dass wir es endlich schaffen. ein bisschen Pause gehabt. Jetzt erzähl mal, du hast den letzten Kampf bestritten. Wie war deine Vorbereitung? Und so, wie ist alles gelaufen? Ja. Dein Handy. Jetzt. Ich könnte jetzt so sagen, ja, wir hatten eine Top-Vorbereitung, war aber nicht gewesen. Ich hatte mich kurz verletzt gehabt an einer Führhand. Das haben wir überspielt, haben das auch im Wettkampf mit Tapes überblockt. Hat uns aber auch nicht behindert oder so. Der Kampf gegen Espanja war wirklich hart. Vielleicht habe ich ein bisschen unterschätzt, bin ich auch ehrlich. Weil vom Kampfrekord hat er jetzt alles nur so, wenn man da ringuckt, so eine Nuller-E-Box und so. Und war jetzt nicht so, dass man sagt, gut,
Klar hat er gegen diesen Amateurweltmeister über 10 Runden geboxt und auch in Australien 2, 3 Kämpfe gemacht. In Kanada hat er auch gekämpft. Aber ich hatte mich jetzt nicht so groß auf ihm jetzt so heiß gemacht. Also ich bin wirklich überrascht gewesen in Runde 4, wie er denn sich da so umgestellt hatte und hat mich dann Tatsache in der 7. Runde immer gut getroffen, haben wir gut überspielt, alle gut. Er war eklig zu boxen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir wussten zwar, dass er unangenehm ist, aber dass er denn so unangenehm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Haben das Ding nach Hause gefahren, zwar knapp. Ja, gut. Gewonnen ist gewonnen, was soll ich jetzt sagen? Genau so sieht es aus. Manchmal da Ja. ein MD, was er gehabt hat, das hätte auch anders darum sein können. Es sind ja immer. Es ist, wie es ist. Wichtig ist, dass du halt gewonnen hast. Hast einen guten. Ich habe dir das Ja. auch noch, ich hab dir noch gesagt, du, das ist ein Ja. Unbekannter. Ich kenne den. Auch sehr tiefhängend geboxt und auch so. Aber du, die Südamerikaner, die sind halt so ein bisschen, ne? Also die haben so einen eigenartigen Stil. Ich sehe das ja hier, da ich ja auch in Paraguay bin. Ich bin jetzt halt auch hier viel unterwegs, will jetzt auch demnächst eine Veranstaltung machen, hier so eine kleine. Und ja, dann sieht man mal auch, andere Papas haben auch starke Kinder, aber du nichtsdestotrotz hast wieder mal bewiesen, dass du international ganz einfach da bist. Und das muss man Ja, ganz einfach sagen. vollkommen, vollkommen. Also wenn wir uns, das sieht man ja auch jetzt, wenn man ja guckt, bei uns in der Welt, also bei uns in der Dingesrin, in der Kampfstatistik, dann sieht man ja auch, dass wir die letzten 4 Gegner alle aus Südamerika geboxt haben, ob es Argentinien war oder jetzt auch Venezuela. So, und ich bin da damals drauf gekommen. Ich bin ja auch der Jeremias Pons ausgesucht hat zur IBO-WM. Das war ich ja selber. Das war ja kein anderer. Das war ich ja. Und ob es jetzt. Und man hat damals genauso über Pons so wenig gefunden wie über Espanja. Aber ich bin auch deswegen. Ich gehe keine Dinges aus dem Weg. Also ich bin da ganz ehrlich. Ich suche immer den direkten Den Weg, Kampf. ja. Also sofort und könnte jetzt hier welche nehmen aus Deutschland und Bad Wiesignee. Habe aber keinen Bock, irgendwelche Busfahrer zu nehmen oder irgendwelche Taxifahrer. Bringt mir nichts. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir könnten ja mal machen, dass du jetzt halt sagst, du, den habe ich mir aufs Auge gesetzt, den will ich jetzt mal haben. Wenn die Fette stimmen, wenn die Gage stimmt. Aber du weißt ja, wie es ist. Die sagen ja immer wieder dasselbe. Ne? Ich habe dann das Problem oder das. Ja, genau, das gibt's ja denn, also ich bin ja immer bereit, gegen jeden zu kämpfen. Egal gegen wen. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Die Sache ist bloß, wenn es lukrativ ist und wenn es für mich auch stimmt, ich meine, ich mache das ja nicht weil ich Lust und Laune habe, sondern weil ich auch eine Familie habe und die muss ich auch ernähren. Und ich bin Profiboxer und das ist immer alles eine Geldfrage. Ja, Und klar. da wir ja auch einen gewissen Rekord haben und ich eben auch eine gewisse Leute, die geboxt habe, muss es halt lukrativ sein. Und wenn nicht lukrativ ist, hier für 5.000 irgendwo hinzukommen, ist für mich nicht lukrativ. Das muss ich Bin ganz ich sagen. vollkommen. Bin ich Ganz vollkommen. deutlich, das ist da mit 38 Kämpfe brauche ich nicht irgendwo dafür ein Ablohnen Ei boxen. Das ist Nee, Blödsinn. Und da habe ich auch gar keine Lust drauf. da bin ich Ja? Wir vollkommen sind nicht bei dir. irgendwo. Ja, genau. Und wir sind nicht irgendwo am Anfang, sondern bin ich auch ehrlich eher mehr am Ende. Ja, also wir gehen Genau. auf der Richtung zu zum Ende und nicht, dass ich jetzt anfangen muss, irgendwie meine Karriere zu starten. Also da bin ich auch ehrlich. Und deswegen brauche ich nicht irgendwelche lächerlichen 0815. Angebote anzunehmen, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Deswegen. Ja. Und Ja, wie deswegen ist gesagt. es für mich nicht lukrativ, wenn dann jetzt ein Manager bei mir anrufen für 5 oder weiß ich so, Rico, kommst du hier nach weiß ich, Frankfurt oder was weiß ich, was das da war, München, für einen Siemer. So Fülle bezahle ich meine Gegner. Das ist doch Blödsinn. Ja, das So Fülle denn. bezahle ich meine Gegner selber aus Südamerika. Das ist doch Ja, Blödsinn. Das ist doch Schwachsinn. das ist es Ja? ja. Das Ich will ist. wieder auf der großen Bühne bei Matchroom. Da habe ich auch gezeigt, obwohl es bloß eine Woche vorher war, wo ich damals das Angebot gekriegt habe gegen Fowler. Aber es war für mich lukrativ. Ich habe 2 Kämpfe gehabt.
und bin rausgegangen wie ein Mann und habe gefightet. Ja? Du, Und das ist ja nun und das ist so. ich hab mir den ja gerade noch mal angeguckt, ne? Ich habe dir gesagt noch mal, ich hab den vorher schon mal gesehen, weil der sehr interessant war für mich, der Kampf damals. Und habe den auch jetzt halt noch mal angeguckt, ne? Kurz bevor unser Interview angefangen hat. Da habe ich auch noch mal den Anerik angeguckt, den Art gegen den Jeff Horn. Die zwei, also absolut geile Fights, immer probiert den Kampf zu gestalten. War wirklich top. Da muss man Chapeau machen, muss man den Hut ziehen. Auch in der, du hast mir das ja schon vorher gesagt, dass du nur eine Woche, in dieser eine Ja, ich Wochenzeit. war im Urlaub. Ich war im Urlaub und habe den Kampf zugesagt. Bin ich ehrlich, ich habe an der Bar gesessen und habe den Anruf bekommen und habe meiner Frau nie gesagt. Ich habe dann so ein bisschen rumgesponnen, hab dann mit denen gepokert und habe dann Füße gesehen, dass die dann gesagt haben, ja, und habe dann Füße gesehen, die haben gesagt, alles klar, Rico, hier hast du den Vertrag. Hab alle zugeschickt bekommen, naja, und dann war ich auch ein Mann, ein Wort, dann bin ich darüber und habe dann gekämpft. Auch jetzt nicht sagen, ja, ich war top vorbereitet. Blödsinn. Bin aber rausgegangen wie ein Mann und habe gekämpft, ja. Der Kampf habe ich Und das gesehen, ist ja war wichtig. geil. Geil. Ich sag dir, was Und ich gegen den Topmann. bei diesen zwei Kämpfen habe ich nur einen einzigen Fehler gesehen. Das war ganz einfach immer nur die Reaktion. Der Angriff gut gestaltet, wahrscheinlich hast du das mit dem Ding immer gut eingestellt. Wie heißt der? Mit Ravi hast du das wahrscheinlich, dein Trainer, oder? Ja, Nicht? mit Michel. Michel, mein Genau, Trainer. anscheinend stellt er dich richtig geil immer ein. Das Einzige, Ja, wo ja. ich den Fehler gesehen habe, das war da die Reaktion. Ein bisschen schneller zur Reaktion auf den Konter her. Aber alles andere war gut. Dass du auch bei dem, wie heißt er, bei dem Jeff Horn war es genauso. Du hast kontrolliert agiert. Nur meiner Meinung, das war mein Empfinden, dass du ein bisschen zu spät reagiert hast auf die jeweils. Aber alles andere, total geil. So einen Kampf zu Ja, gestalten in der manchmal. Kürze der Zeit, richtig geil. Und vor alle Dinge Eier. So viele Schläge, die andere vor den Kopf kriegen, die hätten sich dreimal angelegt. Die Ja, hätten jetzt wart dreimal ja, angelegt. jetzt zum Beispiel, Lothar, jetzt zum Beispiel wart ja auch so, dass ich in Runde 7 in einem Mitschlag, du weißt, in meisten Kämpfe und die meisten K.O.s Genau. kommen im Mitschlag. Und ich habe direkt einen Volltreffer gekriegt im Mitschlag. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich den nicht gemerkt habe, na klar, also, aber manch anderer wäre direkt Kenia gesucht und das habe ich nicht. Und habe mich Genau. gewinnt Wie und du hinten in das hab Seil es reingefallen überspielt bist. und hab es gut verpackt. Ne? Genau. Und dann bist du nochmal aufgestanden. Da hat ja den Kampf dann auch, weißt du, das muss ich mal gegen den Fowler. Ich habe das ja gesehen. Ich habe das ja auch bei dem anderen genauso gesehen. Also wie gesagt, also ich habe gedacht, du sag mal, der hat richtig Eier, steht auf und macht bei diesen Dingern weiter. Da Also hätte der andere nicht ich mehr bin ehrlich, reingegangen. bei Fowler habe ich schon am Anfang der zweiten Runde habe ich gedacht, und das muss man ja auch mal sagen, Klitschko hatte immer so eine Führhand, so eine ganz starke. Und das war bei Fowler das Gleiche. Kapital, der schmeißt mit Steine. Ja. Die ersten Dinger, die sind eingeschlagen, Alter. Da dachte ich, was ist denn hier los, Alter? Also da habe ich schon wirklich gemerkt, extrem harte Hände. Und Aber geil gefeitet. Geil gefeitet. da muss man Eier zeigen und muss man auch durchgehen, ne? Genau. Aber wie gesagt, ich sehe mit dem Trabi, der hat ja auch den Bruder da, den Stefan damals, den kenne ich ja auch, das wäre ja auch beinahe mal zum Kampf gekommen zwischen Stefan und mir damals. Hat's, ja. Achtung, Stefan Trabant? ja, wäre auch beinahe zum Ja, Kampf ist von gekommen, den Michel, ich der feiere. Bruder, ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sagen wir mal, anderes Thema, was hast du jetzt halt vor? Wie läuft das jetzt weiter? Willst du noch ein, zwei Kämpfe machen? Was, sag mir mal, was bevorsteht? Ja, also ich bin ja, guck mal, Lothar, ich bin ja direkt, ich bin ja immer im Training und nach dieser Aktion damals im 2021, wo ich nicht im Training war und diese riesen Angebote gekriegt habe, auch von Matchroom, was für mich sehr lukrativ war, das waren zwei Kämpfe und da hat alles gestimmt. Ja, und ich war aber nicht sportlich auf der Höhe, bin ich ehrlich. Das ist mir im Nachhinein klar geworden, wo ich sagte, gut, Alter, klar, ich muss immer eine Grundkondition haben, immer eine Ja, Grundfitness haben von mindestens auch so. 6 bis 8 Runden zu Ja, gehen. genau. Keine Genau. Frage. Und das auch mit unter Volldruck. Und deswegen habe ich immer trainiert jeden Tag.
Also jeden Tag, außer Wochenende, denn Samstag mache ich vielleicht noch einen Lauf. Aber sonst bin ich vollkommen immer jetzt drinne im Training. Also ein richtiger Boxwahnsinniger, der erkannt hat, Ja, dass ja, du ja, ja. immer mindestens 6, 8 Runden immer fit sein musst, wenn ein Angebot kommt. Weil 2 Runden kann man sich immer durchschlängeln, ne? Aber du finde Ich ich hatte geil. jetzt wieder ein Angebot. Ich hatte jetzt wieder ein Angebot. Ich weiß gar nicht, das ist vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir sind in Las Vegas für Ende Juni. War aber nicht lukrativ. Ich krieg schon Angebote, aber für mich, wie ich dir schon gerade gesagt habe, so Angebote kommen, aber das muss lukrativ sein. Und dann bin ich auch bereit zu kämpfen. Sonst mache ich alles genauso weiter wie vorher und werde mich weiter nach vorne versuchen zu schieben in der Rangliste. Gut, jetzt, was Boxrec jetzt an und für sich da macht, jetzt bin ich nach einem Sieg, das musst du dir mal reinziehen, nach einem Sieg rückwärts gerutscht Ja, bei Boxrec. Also, also die Rangliste, dann ist jemand vor mir, ich kenne den Boxer nicht. Ich habe auch nichts gegen den, aber man muss ja auch mal Fakten auf den Tisch bringen. Das ist dieser El Gamaoui. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. ja. Ich weiß, wenn du meinst. Ja. Bei Ich dir kenne sogar den aus nicht. der Ecke, ne? Nee, Irgendwann auf oben keinen aus Fall. Der kommt bei mir nicht aus. Berlin, Berlin, Irgendwo Berlin. unten aus Dortmund. Ah, Da haben sie mich nee. mal angerufen, haben gesagt: Mensch, Rico, wir können einen Kampf machen. Deutsch-deutsche Duell. Ich will jetzt keinen angreifen, der Manager. Da habe ich gesagt, was für ein deutsch-deutsche Duell. Wer jetzt ist der Deutsche hier in diesem Ganzen? Man muss es aber auch mal sagen, der einzige Deutsche in diesem Duell Da bin bist doch du. ich und Ja, nicht klar. irgendein. Entschuldigung, ich habe nicht gegen den Jungen, gegen El Gamoui. Dann meint er zu mir, ja, wir können ihn ja Andreas nennen. Ja. Was soll denn der Blödsinn? Ist doch Ja, Schwachsinn. ja. Ja. Also, aber wie gesagt, um auf den Punkt zu kommen, der Junge steht vor mir bei Boxrec, auch in der Weltrangliste. Ja, da war, wem hat denn der geboxt? Wem hat denn der geboxt? Der hat noch nicht mal einen Titel geboxt oder so. Ja, das Hat ist der denn irgendwie mal, ich habe um eine Weltmeisterschaft geboxt. ja. Ich habe bei der IBF um einen IBF-Eliminator Hinter, gekämpft. Ich weiß nicht, Boxrec hat ganz komische Regularien und die haben mir damals gesagt, dass sie das machen an ihren Algorithmus. Aber der Algorithmus, den würde ich gerne mal von Marina Shepard, die hört ja dieser Boxrec-Seite aus Amerika, ja. die würde ich jetzt gerne mal erklärt haben wollen, ihren Algorithmus. Weil das haut vorne und hinten hin. Ich habe gewonnen und bin ziemlich weit dann dahinten. Also irgendwie. Also ja, ganz komische Sache. Also, Ja, du, weiß ich ich nicht. habe, Rico, ich hab da etliche Leute mit denen, wo ich schon darüber gesprochen habe, wo gesagt haben, du, werde ich auch irgendwann mal angehen, dieses Thema, weil ich bin ja auch in Deutschland, haben wir ja auch ein gewisses Thema, was hier alles da nach vorne getrieben wird und wie die Kämpfe und was man da mittlerweile Ja. alles genehmigt, wäre früher niemals möglich gewesen. Niemals. Ich kenne den Volker sehr, sehr gut. Ist ein ganz, eigentlich, der wollte mich auch als Ringrichter oder ich Holger war Grill. Ringrichter. Ja, ist ein ganz toller Ja, Mensch. ja, ja. Ja, aber Ist er auch wirklich? es sind viele Dinge, die kann ich nicht mehr gutheißen. Aber Tolerieren. ja, so, Volker ist halt der Macher. Volker ist der Macher und die anderen, die gucken halt, ne? Und er ist halt, Volker Ja. ist ein lieber Kerl, ich mag ihn, aber wie gesagt, da gehört vieles, vieles mittlerweile geändert, aber ich habe da nicht die Mittel und die Wege dazu, um das zu tätigen. Ich kann es nur ansprechen. Wie gesagt, dann sind so Leute jetzt wie du, die könnten mal nach außen hin wirklich mal wieder alles präsentieren, gute Kämpfe, wirklich geile Kämpfe auf Weltniveau. Hä? Betont Ja, ich bin ja bereit, ich bin ja Weltniveau. bereit. So, Ich bin ja bereit. Weltniveau zu boxen. So. Das ist aber dadurch gegeben, man schenkt ja diesen Leuten in Deutschland noch nicht mal mehr Aufmerksamkeit. Ich sage dir jetzt mal was. Es haben Nee. drei Leute, waren nicht alles Deutsche, aber drei Leute haben geboxt in Riad auf diesem Event. Meinst du, da ist mal vom BDB was gekommen, wo gesagt hat, du, wir müssten die mal erwähnen, dass die in Riad auf dem größten Boxevent boxen? Nein. Der Agit, kann einer erzählen, was er will. Agit repräsentiert Deutschland hervorragend, muss man sagen, was er Ja, will. ja, ja, ja. So, Das muss man wirklich sagen. Also, das hat er so, wirklich toll genau. gemacht. Der Ilja Medjew von Enrico Schütze, das ist auch jetzt Den ein sehe. guter, ja, genau. Ja. Ist ein guter Junge, habe ich mal kennengelernt, ein guter Junge. Und
Doch, aber oder Michael Seitz kommt bei mir aus die Ecke, den kenne ich sehr, sehr gut, war noch ein kleiner Pisser, da habe ich noch Amateur geboxt, da machen die immer noch. So, also unglaublich und da kommt nichts. Und jetzt haben wir noch so ein paar Leute, wo du und wo Sebastian Formella, die wo wirklich weltweit Auch ein gleich sehr guter gemacht Junge. sind. Ja, richtig geiler Junge, total sympathisch. Den probiere ich auch mal an die Strippe zu kriegen. Geiles Interview zu Ja, führen. Basti ist ein Freund von mir Ja, da und fragst du ihn gerade mal. Da fragst du ihn mal. ja, kann ich machen. Also Ja. Basti ist auch wirklich ein Top-Boxer. Das muss ich wirklich sagen. Der hat sehr gute boxerische Fähigkeiten und die lässt er ja auch im Ring sehr gut. Er ist jetzt kein Knockouter oder so, ist jetzt der direkt den Infight sucht. Basti ist ein Boxer. Der hat tolle boxerische Fähigkeiten und das lässt er da auch immer im Ring zeigen. Also muss man Ja. und macht tolle Kämpfe. Ja, Macht das richtig darf man geile nicht vergessen. Kämpfe. Und das freut mich, dass man nicht mal wieder so Leute da mal wirklich probiert zu bewegen mit den Mitteln, was wir eigentlich hätten in Deutschland, die mal ein bisschen nach außen dazu präsentieren oder mal denen mal mehr empfehlen. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz schwierig. Es gibt zu viele Ich habe das Manager, die Gefühl, haben dass. keine Ahnung oder Matchmaker, die keine Ahnung haben, die den Boxer total auslaugen und all. Guck mal, wenn ich von meiner Gage 10% ehrlich bekomme, ist das das Geld. Aber ich muss mir nicht vorher noch was abknapsen, dem dann noch weniger geben. Und also das ist das, wo da einfach mal ein Riegel dazu. Warum lässt man keine Manager zu, die wirklich vom Boxen Ahnung haben? Oder Matchmaker? Ja? Da kommen wieder irgendwie welche her. Na, da brauchen wir keine Namen zu. Da gibt es welche Leute da. So, bist noch dran? Du warst irgendwie weg. Ja, gut. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit jetzt. Die Zeit, das Ja, meldet. jetzt ist wieder gut. Gut. Jetzt hört es wieder Also, deutlich. aber wie gesagt, nochmal ganz schnell, nochmal, dass da haben wir halt viele Leute, das passt nicht und deswegen kommen so Leute halt auch nicht mehr so dran. Wenn du dich noch bewerten musst und du selbst deine Gelder bezahlen musst, für den Kämpfer zu bezahlen, Ja. das ist nicht das Boxen, was man sich wünscht. Rico, ganz kurz, sag mir mal noch eine Ansage, was du noch machen willst, wie die Sache jetzt halt kurz läuft und dann müssen wir es dann auch bald beenden. Also, ich will ja nicht so viel verraten. Also, ich werde auf jeden Fall bald wieder kämpfen. Wie ich dir ja schon am Anfang gesagt habe, ich bin immer Ja. im Training und ich will fit bleiben. Jetzt auch nach dem Kampf habe ich sofort wieder Training, bin drin geblieben, habe leichte Training. Vielleicht ergibt sich die nächsten Wochen so ja, dass wir jetzt wieder boxen. Wenn nicht, dann boxen wir erst wieder im August. Aber wir bleiben auf jeden Fall aktiv. Und wollen nächstes Jahr auf jeden Fall ein großes Ding machen. Gut. Das Da auch mit einem Titelkampf, also einem großen Titelkampf. Und da gibt es auf jeden Fall sehr gute Möglichkeiten und die würde ich auch gerne nutzen. würde mich freuen, wenn das klappen würde. Ja. Ich muss leider jetzt langsam das Ding aufhören, weil sonst bricht es ab, dann haben wir unser Video nicht, unser Interview nicht. Ich möchte hier nochmal vorstellen, das war Rico Müller, absoluter Topmann, ist, glaube ich, aktuell Fünfter in Deutschland, müsste eigentlich viel weiter oben sein, egal. Lassen wir Aktuell es mal zwei sein. müssten mal sein. Ja, lassen wir mal sein, lassen wir mal sein, das ist ein anderes Thema. Ja, Hab mich auf jeden gefreut, Fall. dich an Land gezogen zu haben, du bist ein absolut coole Socke, absolut coole Socke. Endlich haben wir es geschafft, Lothar. Endlich haben wir es geschafft, dass wir Endlich haben wir es zusammenkommen. geschafft nach Wochen. Nee, du kannst aber mal Sebastian fragen, in diesem Sinne, da Ich bin frage ich, ja, Sebastian, ihn okay, fragen. so. Ja, Das mache war's ich. dann, ja, das war's dann für heute. Ich sag nochmal meinen typischen Spruch. Danke, Lothar. Ich möchte nochmal meinen ringelite.de Shop bewerben, da könnt ihr alles bestellen, was unter Kampfsportartikel betrifft. Schaut mal rein in meine Seite. Möchte nochmal meinen PC-Service Kleinmann erwähnen, hier in Independencia, der mir jetzt gleich das Video rausschiebt. Und ja, und ich möchte meine Leute in Deutschland, in Worms, hauptsächlich Worms, die mich mögen, auch die, wo mich nicht mögen, die möchte ich grüßen. War ein ganz tolles Interview. Drückt doch einfach mal die Glocke, du den Kanal abonnieren und schreibt meinen Kommentar unten drunter, ihr seht's.
Rico ist noch einer, der wirklich weltweit mithalten kann. Und ich wünsche dir viel Glück. Ganz, ganz liebe Grüße. Danke. Hat mich gefreut für das geile Interview. Wir hören uns, okay? Bis Ciao. bald. Tschüss.